Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Need for Speed. In der letzten Folge haben wir irgendwelche komischen Dateien hochgeladen und Mercer ist verschwunden und ich habe ein neues Auto gekauft. Das neue Auto ist eigentlich relativ der unwichtigste Teil. So. Ich möchte jetzt erstmal damit. Nein. Weg. Nicht den dummen Weg von Carlo. Ja, so. Oh, dann fahr ich Yo, da. Wir haben Mercer. Naja, zumindest die Wagen. Wir sollten uns treffen. Nee, wir sollten uns nicht treffen. Ich hab grad anderes zu tun. Ich sollte eigentlich Driftreifen drauf machen. Sekunde. Gab doch irgendwo Leistungstuning. So. Zwar. Ich habe nur Driftreifen. Also ich habe keine Driftreifen im Inventar. Fahrwerk, Showcase, String. Ja, okay. So, Sekunde mal. Garage zur Garage. Ich mach doch schnell Driftreifen drauf. Und Driftzeug. So, Leistungstuning. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Drift kaufe ich jetzt einfach das Billigste. Ich hab keinen Bock, da jetzt groß Geld auszugeben. Kann ja nur noch Elite-Reifen kaufen. Und dann hier, Driftreifen kostet wieder. So. Mir egal, wie viel das jetzt kostet. Ich möchte jetzt die Drift-Mission machen. Ich bekomme das Geld schon wieder rein, keine Sorge. Aber das Auto sieht so krass aus. Gefällt mir richtig gut. Das war ohne Kacke. Und es ist auch mega frei. So. Kann ich irgendwie schneller, also... Ja. Da. So, ich kann schneller. Sollte ein bisschen schneller sein, habe ich gehört. So. So, dann kann ich währenddessen Live-Tuning machen. Ampress drückt beim Drift niedrig. Und ja, man macht das so. Drift ziehen, lasse ich Gas. Oh. Jetzt sollte das Ding doch schon um die Kurve gehen. Ne? No? Ah, stimmt. Schwierigkeit mache ich beim Driften immer auf leicht. Einstellung. Schwierigkeit mache ich beim Driften immer auf leicht, weil einfach weil man da weniger Punkte braucht und ich nicht unbedingt weiß, wie gut der Fort jetzt im Driften ist. Weil es ist ja eigentlich ein Race, ne? Friss oder stirb ab. Okay. Okay. Ja? Interessanter Name. Schön, dass du zurück bist. Hi, der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? 62.000. Leute, mit. Challenge accepted. Als hätte ich eine andere Wahl. Die Bühne gehört ganz dir. Halt dich nicht zurück. Ja, genau so wird's gemacht. Schön in die Wand rein. Oh, da läuft doch. Oh, gerne. Ah, und drei Runden. Ja. Geld auf jeden Fall. Das will ich noch mal sehen. Wow. Okay, das Ding kostet richtig, richtig gut. Bleib auf dem Gas. Ja, ich weiß, ich bleib auf dem Gas. In Need for Speed Underground 2 war das trotzdem ticken anders. So.
Es geht nur um Kontrolle. Ja, nee, ja, nein. So. Ja, aber das läuft doch eigentlich. Also der Dangriff ist in 10 Punkten Reihe top. Der Dangriff ist richtig, richtig gut, ey. Wie aus dem Lehrbuch. Oh, alles klar. Jo. Aber das Ding, Ford GT, richtig gut im Griff. Hat auch gute Beschleunigung. Okay, sei ehrlich. Du hast geübt, oder? Und nicht wenig. Eigentlich nicht, ne. Ich bin größtenteils Rundkursrennen gefahren. Also ich bin echt größtenteils einfach so Rundkursrennen gefahren und Offroad, aber Driften habe ich nur einmal mit dem DB11 gemacht. Aber das war jetzt nicht sonderlich übel. Der nächste wird noch besser. So, so schön 5000. Findest du irgendwas hier auch nur ansatzweise schwierig? Naja, geht. Ah, meine Güte. Yo. So, na Mensch. Okay, das Auto ist überraschend. Fast, wie gut das war. Wie es aussieht, muss ich mich wohl deutlich steigern. Ja, keine Ahnung. Nette Herausforderung. 13.000. Nein. Nicht gut. Friss oder stirb abgeschlossen. Nice. Boah. Aber. Muss zugeben. Auto. Richtig gut im Griff. So. Garage. Leistungstuning. So. Da möchte ich jetzt wieder. Also Streckenfahrwerk und. Streckenkarten drauf. So. Und dann. So, so. Machen wir mit der Story weiter. Ey, komm mal, ich setz jetzt hier ab, Alter. Das Auto funktioniert doch sicher auch in Offroad. Ganz ehrlich. Wenn Ferrari in Offroad kommt, ein Ferrari, dann sollte ein Ford doch auch funktionieren. So. Meine Güte. Wenn Ferrari Offroad kann, dann ist das hier doch ein Offroad-Monster. Ist da gerade was durch den Himmel geflogen? Mission gestartet. Gesetzesbrecher. Das war knapp. Wir hatten ein paar Cops am Hals. Bei dir? Alles ruhig. Los geht's. Einer von den Trucks, nach denen wir suchen, ist gerade auf dem Weg zu den Docks. Mercer will die Wagen offenbar verschiffen. Okay, wie ist der Plan? Die Cops können wir nicht rufen. Mercers Arschlöcher sind überall. Es muss hier doch auch noch anständige Cops geben. Nach dem, was wir erlebt haben, würde ich sagen, höchstens ein paar. Ein paar reichen uns. Nur wie finden wir raus, wer korrupt ist und wer nicht? Ganz einfach. Wir führen sie alle hin. Ernsthaft? Ja. Okay, Rookie. Wie du willst. Hörst du jetzt mal auf, mich so zu nennen, ey? Die League, mein Name alle. Ist hier im Front. Sie sollen Unruhe stiften und so viele Cops wie möglich nach Port Murphy locken. Und was machen wir? Wir fahren nach Eden Shores und sorgen selbst für Wirbel. Alles klar. Leute, ich drück die Taste auf meinem Controller fürs Gas geben nicht mal ansatzweise. So. Leute, ich glaube, für mich wird's Zeit, wieder zu fahren. Nicht im selben Auto wie ich. Ich liebe dich auch. Bro, du bist total eingerostet. Schon mal von Muskelgedächtnis gehört? Was Leute, ich berühre die Taste zum Gas geben nur und der war... Und der Port ist... Die nächste rechts. Ey Leute, ich drück die Taste nicht mal rein, ne? Ich
Ich berühre die Taste einfach nur mit ein wenig Druck. Biegt da vorne rechts ab. Und ich hab... Ich habe die Taste wirklich nur berührt. Ich habe nicht ansatzweise Gas gegeben. Na, ich habe die Taste einfach nur ein bisschen berührt. Wenn wir Ihre Aufmerksamkeit wollen, hast du... Nein, Goethe ist die Lampe. Sorgt dafür, dass wir uns nicht ignorieren können. So, aber jetzt. Und tschüss. Sag mal, was ist das? Kann dir jemand die Sichtung einiger Zielfahrzeuge in Eden Shores bestätigen? Du willst eine Bestätigung? Hör dir das an! Sag mal, wo muss ich ja eigentlich langfahren? Habt ihr das gehört? Da. Sie kommen! Okay, Rivera, das könnte lustig werden! Warum fahre ich jetzt hier nochmal im Kreis und die anderen... Okay, wieso fahre ich jetzt hier nochmal im Kreis und die anderen geradeaus? Wenn mir die Cops den Wagen zerkratzen, verklage ich die Stadt. Boah, tu das oder lass ihn einfach neu lag. Meine Güte, Leute, wartet kurz, ich komm schon. Ui. Ey. Schön aber im Parkhof. Wir fahren Richtung Süden. Wir sind dran. Nee, seid ihr irgendwie nicht. Jetzt kommt schon. Nicht mal ihren eigenen Arsch finden. Mich hängst du nicht aber. Ich steck nicht zurück. Ich habe gerade, wir brauchen hier draußen mehr Einheiten. Wir gehen mehrere Vorfälle nach. In Rockville, Edge Roots, San Diego Ranches, quasi überall. Hört ihr das? Es klappt. Ja. Keine Ahnung, mir doch nicht, Alter. Es klappt. Ich will nur das Geld haben und den Fame. Mehr nicht. Ganz toll. Dabei hatte ich mir geschworen, nie wieder einzufahren. Ah. Tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verzeih dir fürs Erste. Wait, ich bin nicht Erster? Aber wo ist da jemand vor mir? Gehen wir nach vorne. Ciao, ciao. Was hast du denn für ein Auto? Denkst du, deine Kopffreundin könnte die Straßensperren aufheben? Ich glaube, sie mag mich nicht mehr, seit ich ihr den Laptop... Wir haben ihn doch zurückgegeben, oder? Sage, ich möchte Erster werden. Ich will den Kack jetzt nicht neu starten. Sage das Grenzende, ja. Junge, ich möchte Erster sein. Alles klar, ich bin noch. Das Spiel ist gerade noch auf leicht eingestellt. Wir müssen in Führung gehen. Ja, das weiß ich auch, Anna. Okay, wir kommen jetzt zum Spaceport. Oh ja, yeah. Da wollte ich doch schon immer mal durchrasen. Ich erkenne dich echt nicht wieder. Verdächtige kommen jetzt zum Spaceport. Ja, hi. Du entkommst. Wer will näher an die Rakete ran? Ha! Ich mag dich, Rivera. Ich hoffe nur, das Ding zündet nicht gleich. Geht Level 5. Es stimmt, da war ich ja schon mal. Das ist echt eine Rakete. Okay, wenn du das sagst. Was ist denn das eigentlich für ein Rennen hier? Ich bin Heat Level 5. Da müsste ich jetzt ja ordentlich Rap haben, ne? Und dann auch schön den dicken fetten Multiplikator. Da hat wohl jemand etwas zu beweisen. Möglich. So. Oh, da vorne ist noch ein Kopf. Freund und Helfer, oder wie? Freund und Helfer nennt er sich, ha? Aber direkt crashen, sobald ich dich berühre. Ha, lustig. Ich kenne nicht wirklich viel ausgehalten. Nur 500 Millionen. Let's go! Woo! Alles klar, und jetzt einfach weiter fahren, weil die Karte ist so wild. Zentrale, wir haben die Racer bei den Docks verloren. Aber was anderes gefunden. Das hier ist eine Riesensache. Schickt sämtliche Einheiten her. Verstanden. Okay, fein. Fahren wir doch. Ja. Ihr zwei solltet beten, dass die Wagen noch da sind. Gib einfach Gas. Dann wird bestimmt niemand enttäuscht sein.
Ja, ich freue mich doch. Wo seid ihr eigentlich? Hä? Ganz. Auf einen sicheren Kanal. Sie wissen von der Lieferung. Die Bastarde haben uns direkt hierher geführt. Shit. Wir hauen ab. Ich glaube, wir haben genug Cops im Schlepptau. Führen wir sie zu den Docks. Ihr habt uns schon dabei, da ist direkt einer. Also dann, passt auf euch auf. So, keine Ahnung. Möglich. Was kommt denn jetzt eigentlich? Die Wagen schleust hier niemand mehr raus. Wir haben's geschafft. Ach, du Heilige. Nichts Gutes. Ja. Einer aus der Taskforce versucht herauszuschwimmen. Er sagt, Lieutenant Mercer ist noch vor Ort. Und wo? Junge, das ist doch der BMW aus Moskau. Junge, dich hol ich mir alle. Kann sein, wir aber schon. Dich hol ich mir. Junge, hallo, ich möchte selber fahren. Junge, komm ich her. Ich hätte wissen müssen, dass ihr zwei dahinter steckt. Wir konnten sie doch nicht ohne Verabschiedung. Komm her, Alter. Das ist der BMW aus Need for Speed Most Wanted 2005, den will ich haben. Jetzt schaffen wir sie. Komm her, Junge. Sorry, aber der ist mir. Nee, nee. Da kann ich keinen Spaß mehr. Ich möchte den Retro BMW. Hört mir genau zu. Er ist gefährlich. Also haltet euch von ihm fern, wenn ihr ihn habt. Der BMW aus Need for Speed Most Wanted. Fährst du hin? Kennst du noch andere Cops, die ihn erledigen wollen? Ganz genau. Junge. Entschuldigung. Fahr nicht mit meinem Auto weg, Alter. Am Steuer fühlt ihr euch stark. Ja, tun wir. Oh, ich hab ihn gecrashed. Komm schon. Ja, nee, kaputt, ne? Muss ein bisschen nachtunen. Ach, steig aus, ne? Ich muss sofort hier weg. Alles klar. Knallst du ihn jetzt ab, oder was? Wo bin ich jetzt eigentlich? Könnte es übel enden. Für uns beide. Schon klar. Nach Ben, nice. Hat den gerade erschossen? Erstmal die Kohle. Nur 400. 2000? Junge, das ist gar nichts. Ja, nice. Gesetzesbrecher abgeschlossen. Aha, da ist das Geld. Und da wird. Schließe Kapitel 4 ab. Errungenschaft freigeschaltet, Erbarmungslos. Die Polizei hat heute ihre Suche nach Lieutenant Frank Mercer endgültig eingestellt. Obwohl keine Leiche gefunden wurde, vermuten die Behörden, dass der ehemalige Leiter der Highspeed Taskforce tot ist. Es ist inzwischen mehr als ja, der Typ wurde erschossen. Der suspendierte Lieutenant versucht hatte, mit etlichen gestohlenen Fahrzeugen aus der Stadt zu fliehen. Dass ihm das nicht gelang, ist auf dem Eingreifen eines berüchtigten, bisher jedoch noch anonymen Street Racers zu verdanken, Hallo. Der entscheidend zur Sicherstellung der Fahrzeuge beitrug, die, wie eine nachfolgende Untersuchung ergab, über Monate hinweg systematisch illegal beschlagnahmt wurden. Um jegliche Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, hat die Taskforce unverzüglich auf diesen Skandal reagiert und eine neue Leiterin ernannt, die folgende Stellungnahme abgab. Danke sehr. Die? Wo war ich jetzt eigentlich in das ganze am Ende in der Sache? Ich habe ihn gecrashed, er schleudert rum und ich war einfach weg, oder was? Es ist Zeit, dass wir die Ressourcen wieder ihrem eigentlichen Ziel zuweisen. Dem Kampf gegen Street Racing.
Unter Frank Mercers Leitung konnte diese Kriminalität wachsen. Unter meiner wird sie enden. Willst du mich jetzt herausfordern? Warum ist jetzt eigentlich nur noch Katze? Das ist ein guter Wagen. Das Ding fahre ich nicht. Warum? Dem, was mit deinem letzten Autos passiert ist, wäre ich lieber dankbar. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Lukas, ich bin in der League. Wenn ich in dem Ding aufkreuze, werden die noch einen Lachanfall bekommen. Ja. Dann sammel Geld, kauf dir ein besseres. Aber für mich bleibst du meine kleine Jecha. Mira, venga, Paca. Komm mit Tranquila, nein. Na komm, komm her. Oi! Ah, das sieht schon besser aus. Echt jetzt? Du bist in der League. Wenn du in dem Ding aufkreuzt. Oh, meine Rippen! Sorry! Hey, den wollte ich haben. Habt ihr euch in der Stadt eine Menge Freunde gemacht. Aber trotzdem braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Heißt das, du kommst in unsere Crew? Ich hab wieder Lust zu fahren. Vielleicht zeige ich euch ein paar von meinen alten Moves. Nice. Drehen wir eine Runde? Logisch. Hey, passt bitte auf euch auf, ja? Und überall wollen jetzt gegen euch fahren. Und eine Menge anderer Leute wollen euch aufhalten. Warte als sonst. Das heißt, wenn die Cops kommen, treffen wir ab. So. Ey, ich möchte auch so, dass der Motor bei meinem Auto rausguckt. Aber Ford GT sieht schon nice aus. Wait, das war's? Danke fürs Spiel. Weg! Dankeschön für deine Hilfe abgegeben. Ah, den möchte ich mir schon gönnen. Aber wait, das war Sekunde, nee, das glaube ich nicht. Ganz ehrlich, nein. Das war das Spiel? Als wenn. Ich hab's einfach. Wie viel haben wir jetzt? Part 9? Alles klar, da ist echt nichts mehr. Ich hab das Spiel nicht gespielt, Leute. Nice! Bisschen kürzer als Underground 2, muss ich sagen. Was meinst du? Wollen wir losziehen und rausfinden, welche neuen Rennen uns als League-Mitglieder offenstehen? Ja. So, was haben wir uns? So, da ist Roshni's Story. Dann Wayne. Und Dings. Und Dex. Aber sonst ist da nichts mehr. Alles klar. Ich würde gern was anderes versuchen. Und da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich erwarte dich. Ja. Ruf mich jetzt sonst noch wer an? Nö. Ich habe einfach das Spiel durchgespielt. Alles klar. In einem wunderschönen Ford GT. Ja, das war das Spiel. Bisschen kurz, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Man sieht sich wie immer. In der nächsten Folge, ich werde die Hauptstory noch also ich werde auch noch die Nebenstory machen, ganz ehrlich. Haut rein, ciao, Leute!